Alle miteinander daheim. Mein Freund der Uetzgür ist unser Spruch nicht allzu mächtig. Dafür benutzt er Kraftausdrücke gezielt und intelligent ganz prächtig. Bei den letzten Wahlen hier in Basel, ja, das ist ihm ein passiert. Er hat statt Namen seine Meinung auf der Wahlzettel notiert. Mit einem Arschgesicht hat er zwar den guten Ton verfehlt, aber so aus Versehen hat Steffi Eimann und der Erik Weber gewählt. Rückwirkend hat der Uetzgür reagiert und vorsorglich seinen Briefkasten demontiert. An einem Samstagmorgen habe ich grausam Glück und finde im Brockenhaus ein besonderes Stück. An der Kasse tue ich so richtig strahlen. Da sagt mir die Verkäuferin, wo ich möchte zahlen. Toll, dass sie sich dafür interessieren. Aber da ist das Fläschchen zum Tante desinfizieren. Bitte, Masked Singer, die ein Prominente verkleidet singen. Jetzt wollen sie eine Basler Version im Telebasel bringen. Der Bogener kommt als Pleitegeier, der Federer als Vogel, natürlich als Star. Als Marzipansäule der Minu, der Thüring als Hase, das ist klar. Als Pinocchio verkleidet, lässt Frau Arslan krachen. Und dann kommt noch die Ackermann mit Gitarre und singt Gute Nacht, Freunde, als Drache. Seit Tagen, man hört's im ganzen Block, quietscht's und stöhnt's bei mir im oberen Stock. Ich kann nicht mehr recht schlafen und finster neben. Hätte mir einen Ausdauer haben im Liebesleben. Ich spann durchs Schlüsselloch und merk, da wird noch trickst. Es ist eine Krut, die im Homeoffice Stiefel wichst. Die Schwaben sind nicht mehr so in Fleischmanie. Hat ja einen Puff dort in der Industrie. Versäuertes Fleisch und billige Arbeitskraft. Und egal, ob man krank ist, ja, Hauptsache man schafft. Wir Peppi sind vertraut mit dieser Phase. Da säckle die faulen Würst schon länger über die Jockeli rasen. Tadela Smajic, Ex-Bachelorette und Wetterfee, hast du in diesem Promi-Big Brother können sehen. Man hat sie in einem Raum mit ein paar Schwaben da. Als Schweizer stichst du dann halt raus, Punkt an Niveau. Die kann froh sein, ist die dort innen gestrandet und wegen ihrem ganzen Plastik im Körper nicht in einer Petsammlung gelandet. Andere Länder, andere Sitten, genauer in China. Steck es dir zum Testen ein Stäbli ins Body rein. Ich denke, ich darf es unangenehm empfinden, wenn es dir so umgegoselt dien dort hinten. Ab sofort, da kannst du bei mir vergessen, wird ich bei Mr. Wong nie mehr mit Stäbli essen. Jahre BVB, das ist ja ganz verreckt. Ja, zwischen mir und denen Parallelen entdeckt. Zum Beispiel sind wir beide grün. Ist das nicht geil? Und auch ich fahre oft raus, zum posten noch weil. Doch es gäbe einen Unterschied, meint meine Frau, und da mich mir.
denn im Gegensatz zum Tram kam ich immer zu früh. Oh, ein Moment. Ich hab grad noch eine Mail bekommen. Tschüssikowski, ich muss jetzt gehen. Sie haben mich bucht, die aus dem Kreml. Als Lohn stellen sie mich zu Moskau auf den Schemel. Die wollen darum heute noch, ohne Zeit zu verlieren, einem Nawalny die Giftspritze präsentieren. Ciao zusammen!